Hey. All right. Hi, come guys. On in. Hi, Rox. Hey. Hey. It's okay. Nice. It's okay. How's it going? Sam und Jameson haben eine Vorliebe für europäisches Design. Den Großteil ihrer Einrichtung haben sie in Antiquitätenläden und auf Flohmärkten gekauft. Und von ihren Reisen bringen sie gern Einzelstücke mit. Meine Aufgabe wird sein, ihren Sammlerstil moderner zu gestalten und alles zu einer Einheit zu verschmelzen. Legen wir in der Küche los? Ja, klar. Okay. Ihr habt für alles 40.000 zurückgelegt? Ja, höchstens. Verstanden. Kein Riesenbudget, aber machbar. Ein Großteil wird in das Schlafzimmer fließen. Doch für 3.000 bis 4.000 lässt sich die Küche gut modernisieren. Die schönen Platten behalten wir, auch die Geräte. Die Küche lässt sich kostengünstig umgestalten. Mit französisch anmutenden Fliesen, neuen Griffen und einem knalligen Anstrich. Welche Farbe? Ich schlage Blau vor. Es wirkt französisch, hält den Raum auf. Und da euer Zuhause ziemlich farbenfroh ist, fügt es sich gut ein. Der Übergang wirkt sehr harmonisch. Das größte Problem dürfte euer Bad sein. Bislang ist mir noch kein Badezimmerbüro untergekommen. Auch wenn du dich vielleicht schon daran gewöhnt hast, könnten wir da etwas mehr Privatsphäre reinbringen. Das ist ja nicht nur das Bad, sondern auch der Wäscheraum. Zudem ist es zur Küche offen. Schon seltsam. Im Bad spielt sich alles ab. Wir können das Problem lösen, indem wir die Wand dorthin versetzen, die Tür rausnehmen und einen großen, modernen Waschtisch installieren. Wir verlegen schöne schwarze Fliesen, kombiniert mit klassischen Zierleisten. Zur Dusche. Wie wär's mit einer schwarzen Dusche? Wirklich schwarz? Ein richtiges Schwarz. Es wirkt modern, elegant und jugendlich. Nicht unsere erste Wahl. Smaragdgrün? Wie in einer Pariser Underground-Bar? Paris vorne dran zieht immer. Im Schlafzimmer haben wir ja darüber gesprochen, dass ihr ein King-Size-Bett wollt. Ihr wusstet nur nicht, wie man das hier aufstellen soll. Hier ist die Lösung. Wenn wir die Wand versetzen, ist Platz für den Schreibtisch. Das Bett kommt dann an die Wand. Mit der Ankleide dort war das natürlich unsinnig. Doch da ihr bereits nebenan ein Ankleidezimmer habt, nehmen wir die Tür raus und verwandeln den kaum genutzten Schrank in eine dekorative Regalnische. Das wirkt viel individueller. Klingt gut. Das Bett ist hier? Das Bett wird das Highlight hier sein. Aber um auch traditionellere Aspekte einzubringen, möchte ich alles mit einer schönen mineralischen Kalkfarbe streichen. Und um das Ganze abzurunden, nehmen wir hier die Drahtregale raus und ersetzen sie durch maßgefertigte Einbauten. Wir tauschen die Lampen aus, verwenden kräftigere Töne und verlegen neuen Boden. Wird anders. Aber ich bin gespannt. Es wird euch gefallen, versprochen. Okay. Oh, Captain, my Captain. We're ready. Awesome. Jetzt ist es soweit. Unsere Straße. See what our house looks like. All right. How's it going? Ich freue mich, es euch zu zeigen. Es dreht sich alles um euch. Hoffentlich seid ihr so begeistert wie ich. So excited. Ich bin ultra nervös. Ready? Yes, I am. Okay. Let's do it. Okay. Oh my god. Oh my god. What? Oh, die Küche. Da ist eine Wand. Oh my god. Oh my goodness. Welch. This is der Wahnsinn. Ganz anders, ohne Entkernung. I love this blue color. Die blaue Farbe ist toll. Die Platten sehen aus wie neu. This is awesome.
Das sind Zementfliesen. Sie werden mit der Zeit kleine Macken haben, aber auf schöne Art. Je mehr Macken und Flecken sichtbar werden, desto einzigartiger sind sie. Im Laden hätte ich Angst gehabt, dass sie zu überladen sind, aber sie wirken gar nicht unruhig. Alles passt perfekt. Jetzt sind Küche und Wohnraum getrennt. Separated. My gosh. Jetzt müssen wir kochen. Ich will nichts verdrecken. Wollt ihr das Schlafzimmer sehen? Euren Flügel? Alles. Oh my gosh. What? What in the world? This is crazy. How is this? Wieso passt das jetzt? Statt dem Schrank sind da Nischen. It's so deep. So tief. Ihr könnt Sammelstücke ausstellen oder deine Bilder highlighten. Highlight your art. I love it. Stating the obvious. Und natürlich hast du jetzt deinen eigenen Schreibtisch und der steht nicht im Bad. I'm so excited. That's. I love this. Sieht toll aus. So good. Schönes Blau. Das ist Kalkfarbe. Sie verleiht dem Ganzen Tiefe und sorgt für ein klassisch modernes Pariser Flair. Tolles Kopfteil. Echt cool. Mein Werk. Super schön. Das ist jetzt meins. Und hier ist eure schicke Ankleide. So viel Platz. Wie bei den Promis. Das ist alles euers. Ein echter Hingucker. Traumhaft. Das war's noch nicht. Oh my gosh. No, this is... Oh my gosh. Mary Welsh. That is so... Wunderschön. Diese Fliesenkombi ist klasse. Du warst ja zögerlich. Ich hätte weiße Metrofliesen gewählt. Doch das entspricht uns mehr. Ohne dass wir es wussten. Der Holzton mit dem Smaragdgrün und das Gold sind für mich klassische Farben. Aber hier in einem modernen, schlichten Kontext. Hier war früher dein Schreibtisch. Jetzt ist es wirklich euer Bad. Und kein der Öffentlichkeit zugängliches Büro mehr. Alles richtig gemacht. Wir sind froh, dass Mary Welsh uns in die richtige Richtung gestupst hat.